Das legendäre Skirennen «Der Weiße Rausch» zieht jedes Jahr tausende Wintersportler aus aller Welt nach St. Anton am Arlberg. I'm from England and I've been here all season. So like, what a better way to end the season, right? Ja genau, mein erstes Mal. Lange wartet der erste Mal. Ich bin mit meinen Freunden da und es war mega cool. Tolles Wetter, tolle Kulisse. Wir haben einen dabei, das ist der Steffen Lamparder. Der motiviert uns jedes Mal damit zu machen, was für eine verrückte Aktion. Steffen, ich mach's nie wieder, ich verschwör's. Ab 17 Uhr wurde es an diesem 21. April ernst. 555 in Gruppen eingeteilte Teilnehmer starteten mittels Massenstart am Baluga-Grat. Mittlerweile ist der Rennklassiker weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und übt auch auf prominente Sportgrößen einen Reiz aus. Ich glaube, wenn man im Leistungssport tätig ist, dann will man immer ans Limit gehen, das Adrenalin suchen, sage ich mal. Und auf jeden Fall tut es mir reizen, aber ist einfach zu gefährlich. Nachdem er sich im vergangenen Jahr knapp geschlagen geben musste, gelang in diesem Jahr Dominik Schranz sein ersehnter Sieg beim Weißen Rausch. Das Schlimmste ist ein Hügel zum Schluss. Man ist so total am Ende und ich habe genau gewusst, dass der Flori hinter mir ist und gewusst, dass er eine Maschine ist über die Hügel. Er hat es verdient, zweimal so knapp jetzt gescheitert. Jeder, der da runterkommt, ist ein Star und ein bisschen Glück hat er zu und das war das Mal zum Glück Holt. Auch bei den Damen gab es 2019 ein neues Siegergesicht. Na, ich glaube, meine Skier habe ich vergessen zu wachsen. Im Flachen, da haben mich immer alle überholt. Aber ja, sonst bin ich ein bisschen wahnsinnig und dann im Stein. Tududu. Das Kultskirennen hat definitiv auch in diesem Jahr die Teilnehmer an ihre sportlichen Grenzen getrieben. Extrem bucklig, extrem anstrengend. Boah, wir alle total zach. Meine Güte, Leute, das ist total. Brutal zach. Brutal zach. Nichts mehr hier. Gleich mit mehr Training. Viel Skifahren gegangen. Und auch viel Touren. Aber sind Sie speziell darauf vorbereitet? Das beste Training, der ganze Winter Skifahren. Mich hat es nur am Start hingehauen, gleich. Erste 5 Meter, gleich mal ein Großcrash. Habe weitergefahren. War ein anderes Erlebnis, war mega cool. Vielen Dank.